nur die Leute, die anerkannt worden sind als Piratenlegende. Hä? Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das? Was passiert? Erdbeben! Erdbeben! Freunde, wir sind zurück im Piratensimulator, wo wir probieren, die gefährlichsten Piraten der Weltmeere zu sein. Und zwar, wir sind hier gerade mit unserem Schiff angelegt auf der Insel, wo wir gestern unsere Schätze verkauft haben. Und heute gehen wir auf eine richtig krasse Mission, wo wir eine Riesenkrake angreifen werden und ein Riesenmegalodon. Das ist quasi so ein Riesenhai, Leute, der extreme Schätze mit dabei haben soll. Und hier seht ihr auch schon unsere Piratencrew. Und wir sind ja hier gerade, also Freunde, es kann hier wirklich so sein, dass jederzeit uns andere Spieler angreifen können, weil das ist quasi Open World und das sind andere Piraten auf der See, die uns quasi gefährlich werden könnten. Da müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und da ist meine Crew, Leute. Hier ist einmal Amir. Was geht? Pirat ja, Amir. Stani, auch mal am Start. Stani, wo super. Warst du? Ich war gerade... Wo warst du? Wieder in der Taverne. Das ganze Geld ausgegeben, was du letztes Mal verdient haben, nein. Ne? Ich habe doch noch das Geld. Aber Amir, wieso sieht Amir... Hat Amir neue Kleidung an? Der sieht jetzt auf einmal voll cool natürlich. Aus. Hä? Ich bin der Vizekapitän. Ich muss so aussehen. Oha, okay. Und Jungs, ich muss mit euch reden. Was los, MBK? Es gehen Gerüchte auf dem Meer herum. Was für Nachdem Gerüchte? Wir die Insel von letztens besiegt haben, okay. Suchen uns alle. Ja, wir haben eine Insel eingenommen und wir haben auch... Ja, wir sind die krassesten! Ruhig, Ami, ruhig. Das Ding ist, wir haben ja auch sogar andere Spieler. Leute, wir haben einfach andere Spieler in ein komplettes Schiff versenkt und die haben einfach alle ihre Schätze verloren und wir haben alles geklaut. und dann, was ist jetzt passiert? Also, ist das schlimm oder was? Die Piraten suchen uns. Aber nicht nur die Piraten, sondern... Okay. Ja, weil wir gefürchtet sind, Stani. Ja, wer sucht... Okay, die Piraten von letztem... Wir denken jetzt, wir haben hier große Schätze auf dem Schiff. Wir haben doch alle Schätze verkauft, ja, gerade okay. Nichts, aber sonst. Und die Marine sucht uns. Es ist jeden von uns Kopfgeld aufgesetzt! Die Marine sucht uns! Och, nee. Ey, Jungs, unser Piratenleben ist doch noch zu jung. Ich will noch nicht... Ich schlaf. Ich bin müde. Jungs, ich schlaf. Stani, nein! Ich bin müde. Was für Schlafen? Ich will nicht, dass die Marine uns sucht. Ich hab eure Steckbriefe auf jeden das Kopfgeld ausgegeben. Jungs, da hinten. Ja. Guckt mal bitte da hinten, was am Horizont ist. Ein Totenkopf. Ihr wisst, was das heißt. Andere Spieler nehmen gerade eine Festung ein. Kann das sein? Nein, der Totenkopf ist immer da. Ach so, okay. Okay, was? Okay. Hast du die Kopfgeld, die Fahne? Ich hab die Kopfgeld, ich hab die Briefe. Armee, hier ist deiner. Gib mir doch mal alle, ich will alle sehen. Ja, dann gebe ich dir alle. Hier, als erstes Amir. Hier, Amir. 100.000 auf seinem Kopf. Junge, Amir, weißt du auf den... Let's go. 100.000 Golddublonen. Amir, das ist richtig viel. Crazy, ja, okay? Ja, Mann, das heißt, ich bin ein krasser Pirat. Wie viel sind denn auf meinen Kopf ausgesetzt? So, hier ist erstmal meiner. Oh. 300.000, Kapitän. Oh Gott, Kapitän MBK wird gesucht. 300.000 Golddublonen auf seinen Kopf. Okay, das ist crazy. Und, ich habe ja eigentlich die meiste Arbeit gemacht. Ich habe die Gegner ein paar Mal ausgeschaltet. Sei mal ehrlich, gib meinen Steckbrief. Du guter Letzt, Stani, 5 Dollar. 5 Golddublonen. Jungs, warum sind auf meinem Kopf nur 5 Golddublonen? Ist von der Marine. Super. Die hatten Angst vor mir gehabt. Mann! Weißt du, Stani, vom Deckschrubber, ich habe eventuell einen neuen Job für dich. Guck dir mal an, wie das Schiff aussieht. Guck's mir an. Bro, das Schiff Wie sieht's aus? Also ich sag ehrlich, dafür, dass wir so eine gefürchteten Piraten sind, sieht das Schiff echt müllmäßig aus. Ja. So, Amir, wir beide gehen jetzt hoch was trinken. Stani, du kümmerst dich um das Schiff. Ja, machen wir, Boss. Um das Schiff. Bro, wie soll ich das denn machen? Was soll ich? Amir, komm, wir beide sind über 100.000 Kopfgeld. Kannst du mir noch zeigen, wo ich ein neues Schiff kaufen kann? Ja, das zeige ich dir. Okay, so, wir gucken jetzt. Ich geh schon mal bestellen, Captain, für unser gutes Kopfgeld. Hier oben kannst du was holen und dann redest du hier vorne mit der Frau und dann kannst du da was ändern. Viel Spaß, Stani, ja? Okay, ich kümmere mich. Jungs, ich werde das beste Schiff der Welt besorgen. Ja, genau, 5 Golddublonen. Leute, ihr habt gesehen, mein Kopfgeld ist gerade mal 5 Golddublonen. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr Angst und Schrecken machen. Ich sag ehrlich, wir müssen vielleicht, guck mal, wie wir gerade auch aussehen, wenn ich das hier mir gerade mal so angucke, Freunde, wir sehen vielleicht viel zu freundlich aus. Wir müssen uns verändern, Freunde. Wir wollen ja einer der gefährlichsten und gefürchtesten Pirate der Weltmeere werden.
Oh, da müsste ich, ich sag ehrlich, ich muss jetzt hier, ich rede mal jetzt hier mit Ebenezer, okay, Bro. Mal gucken, ob der Kollege mir helfen kann und was er hier so im Angebot hat. Weil, ich habe schon gesehen, Freunde, man kann sich hier nämlich für echt Geld Sachen kaufen. Also das ist quasi nur optisch. Die bringen, sind jetzt, machen eigentlich stärker, aber man sieht einfach viel cooler aus. Und ich habe jetzt hier schon für 70 Euro so einen komischen Totenkopf-Dublon aufgeladen. 70 Euro. Und davon können wir uns jetzt nämlich hier einen Skin holen. Und ich sag euch, Leute, wollen wir uns was richtig Teures holen? Soll ich mir so richtig übertrieben teure Sachen kaufen? Das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich würde einfach mal durchgucken, was hier gibt. Also ihr seht hier, das sind halt so optische Sachen, die man sich holen kann, die halt richtig cool aussehen. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir... Guck mal, wir könnten uns sogar hier so einen Feuerbegleiter holen, der auch richtig nice aussieht. Also ihr könnt ja mal eure Ideen unten in die Kommentare reinschreiben, was ich mir kaufen soll. Guck mal, man kann... Ey, hier so einen Clown hole ich mir nicht. Also ich sage euch, wenn ich mir den Clown hole, das wäre ja noch peinlicher. Dann lachen mich die anderen noch mehr aus. Und man kann sich hier, ihr seht es sogar, Schiffe kaufen. Eine komplett krasse OP-Schiffe. Zum Beispiel das Schiff hier kostet 1499 Münzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen das sind. Das sind 1499 sind... Junge, das sind locker 15 Euro. Locker 15 Euro für ein Schiff ist auf jeden Fall auch nice. Aber bevor wir bei den Schiffen gucken, habe ich mir überlegt, wollen wir uns nicht mal einen krassen Piraten-Outfit holen, dass wir einfach ein bisschen cooler aussehen? Guck mal, hier gibt es verschiedene Piraten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der sieht... Nee, das sieht irgendwie Müll aus, Leute. Also das sieht bei uns irgendwie richtig Müll aus. Nee, das kaufen wir uns auf jeden Fall nicht. Ich will ein... Wir müssen ein gefürchteter Pirat sein. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Mal gucken, was die aber noch so haben. Die klicken einfach mal durch. Ist mir egal, wie teuer das ist. Ich sag ehrlich, ich kaufe hier alles auf. Das sieht auch Leitstern. Ja, obwohl, guck mal, da seht ihr... Na, Leute, nee. Nee, das sieht irgendwie... Bro, da sehe ich aus wie so ein... Nee. Ach, warte mal, das sah auch nicht schlecht aus hier. Das hier sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen edler aus. Also, ja, ich bin zufrieden. So, was gibt's denn hier? Oh mein Gott, was ist das denn? Ah, das ist so ein komplettes Bundle. Junge, das ist... Boah, das sieht... Das, also, das ist gerade schon in der engeren Auswahl, sage ich euch ganz, ganz... Oh, was ist... Kostüm? Kostüm des dunklen Kriegsschmieds. Okay. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber... Alter, wenn das nicht krass aussieht... Und guck mal, was es noch dazu gibt. Es gibt hier noch Waffen und so dazu. Hä? Das ist voll nice. Und man könnte sogar das Schiff hier noch holen. Okay, gut, ich weiß nicht, ob ich mir das Schiff hole, aber ich glaube mir, das Outfit hole ich mir auf jeden Fall. Das sieht richtig heftig aus. So, wir holen uns das mal hier. Münzen müssten auf jeden Fall stimmen. Zackig. Okay, haben wir das jetzt... Ja, wir haben es geholt. Warte mal, habe ich das jetzt schon an? Ich muss das, glaube ich, noch anziehen, oder? Okay, warte mal, wir gucken, ob wir das jetzt schon anhaben. Nee, wir haben es noch nicht an. Okay, wir müssen das auf jeden Fall noch anziehen bzw. ausstatten. Ich glaube aber nicht, dass ich das bei dem hier machen kann. Da muss ich wahrscheinlich zu... Ah, ich muss zu einer Truhe gehen, Freunde. Die haben wir nämlich auf dem Schiff. Und dann gucken wir mal an, wie unser neues Kriegsschmied-Outfit aussieht. Also das war mit Abstand, glaube ich, das Krasseste gewesen. So, einmal rüber hier. Und dann gehen wir hier zu unserer Kiste. So, wo ist denn die hier, Leute? Das müsste hier so eine Kleidertruhe geben. Hier die Kleidertruhe. Oh. Ja, okay, Bro, wenn die, ich sag euch, wenn die das gleich sehen werden, die werden ja, Bro, die werden ja gar nicht mehr wissen, was abgeht. Oh. Ey, ich sag, die anderen Spieler werden Angst vor uns haben. Die anderen Spieler, eigentlich müssten wir auch die neuen Waffen und so holen, die optischen Waffen. Das würde wahrscheinlich auch cool aussehen. Aber die werden ja jetzt, die werden erzittern, wenn die uns sehen. Unser Kopfgeld wird extrem krass steigen, wenn wir jetzt nochmal andere angreifen sollten. Dann, aber guck mal hier, wie das auch aussieht, wenn ich hier so renne, die Hände und so. Das war es aber jetzt noch nicht gewesen. Wir müssen weiter gucken. Also, Outfit haben wir erstmal. Theoretisch muss ich hier noch diese komische Uhu hier holen. Das würde auch heftig aussehen. Ich will mal gucken, was es hier Schiffe gibt. Hier bei Schiffen. Okay. Also, das ist hier dieses... Oh, das ist halt das komplette Bundle, ne? Aber ich weiß nicht, wie sieht denn das Schiff aus, Leute? Warte mal, ich muss mal gucken, ob wir uns das mal hier ein bisschen besser angucken können. Ich guck mal so hier. Schiffe. Und hier sehen wir alle Schiffe, die es gerade gibt. Okay, das sind auf jeden Fall einige. Ich skipp mal so ein bisschen durch. Ich will was... Boah, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon echt gut aus, aber das weiß ich jetzt auch nicht so. Ich muss was haben, was gefährlich aussieht, was wild aussieht, wo die Leute, wenn die unser Schiff sehen sollten, wo die Angst haben. Oh mein... Das sieht heftig aus. Okay, das sieht...
wirklich gut aus. Hm, gefällt mir. Das ist nicht schlecht, Leute. Oha, das sieht auch nice aus. Ja, also es ist... Boah, das sieht aber auch nicht schlecht aus, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, das sieht auch nicht schlecht aus. Das gefällt mir sogar mit dem Rot und so. Das fällt auch direkt auf damit auf der See. Dann haben wir hier noch Silberkammer. Nee, das gefällt mir gar nicht so. Boah, das sieht... Oh, guck mal, das würde sogar zu uns passen. Guck mal, den vorne dran, ne? Boah, das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten gerade für die Schiffe. Oh, das sieht auch nicht so schlecht aus. Sägeknochenschiff. Gucken. Unendliche Tiefen. Boah, Polarlichter. Aber das passt jetzt nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als hätten die anderen Spieler dann vor uns Angst. Ich will wirklich so... Die sollen, wenn die uns sehen, direkt am besten umdrehen. Wisst ihr, was ich meine? Direkt einen Bogen machen. Direkt die Marine anrufen und sagen, ey... Boah, das sieht auch heftig aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber wir gucken erstmal komplett... Das ist halt auch geil, ne? Das wäre... Das würde sogar genau... Das wäre das, was zu uns passen würde. Oh, guck mal, wie cool das aussieht hier. So mit so einer Dings vorne dran, ne? Ich guck mal jetzt weiter. Ich glaube, ich hole mir das sogar vielleicht. Dieses komplette Bundle. Das passt halt nicht gerade so zu uns. Aber dieses komplette Bundle kostet halt 50 oder 60, 70 Euro. Boah, das sieht auch krass aus. Ey, ich glaube, ich sag euch... Hart auf hart, wir werden uns dieses Kriegsschmiede-Outfit holen. Boah, das sieht auch gut aus. Das passt jetzt auch nicht so zu dem Style, den wir haben. Boah, das ist auch irgendwie heftig geworden hier. Aber ich will, nee, ich hole das komplette Bundle. Sag ich euch so, wie es ist. Wir können uns ja irgendwann nochmal ein neues Schiff holen, wenn ihr wollt. Aber ich denke mal, wo ist denn das Ding hier? Guck mal, Leute, das ist hier, guck mal, und das, da kriege ich sogar noch hier diese Waffen dazu. Die kriege ich auch noch dazu und das sieht schon heftig aus. Ich kaufe jetzt einfach hier das komplette Bundle hier. Ja, komm hier. Kaufen wir uns, Leute. 4.999 Münzen. Interessiert nicht. Wir haben es gekauft. Und Junge, kriege ich hier noch Erfolge dazu. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Und ich bin gespannt, wie das jetzt auf dem Schiff aussieht. So, wir müssen das Schiff jetzt erstmal umbauen. Okay, warte mal. Muss ich hier zu der Frau gehen oder so, meinte er doch? Ah, hier mit der Schiff. Okay. Ah, ich glaube, die kann es... Ach so, ja, okay. Die kann uns hier irgendeine Aufgabe oder so geben. Ich glaube, ich muss hier vorne hingehen. Dass sie jetzt quasi unser Schiff einmal umbaut, so wie ich es will. Und dann will ich auch... Ah, hier, kann der mir helfen? Nee. Ich glaube, das ist hier die Schiffsbauerin. Guten Morgen, Frau Shelley. Ich will einmal hier meinen Schiffsanpassungs machen. Einmal mein komplettes Schiff anpassen. Und da... Oh mein Gott, warte mal, wo ist denn das, Leute? Wo ist denn das jetzt? Ah, Leute, ich glaube, ich muss hier an die Kiste gehen. Nicht bei der Frau, weil... Ah, hier, guck mal. Hier kann ich jetzt auswählen. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Junge, guck mal, wie das aussieht. Dieses Segel hier, Leute. Okay, warte mal, wir müssen eigentlich theoretisch... Boah, ey, das kannst du ja so krass auswählen. Okay, ich gehe jetzt mal hier alles einzeln durch. Boah, das sieht sogar noch besser aus hier. Oh Gott, ey, ich bin gleich gespannt, was unsere Crew dafür sagen wird, wenn wir hier das komplett geisteskrasse Schiff auswählen. Ja, ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr heftig werden. Also das... Guck mal hier, warte mal, wir haben ja unsere Piraten... Oh mein Gott! Guck mal, wir... Oh Gott... Okay, das sieht heftig aus, aber das sieht noch heftiger aus. Okay, ich sag ehrlich, das nehme ich, Leute. Das nehme ich hier. Oh mein Gott, Leute. Oh mein. Okay, ich muss sagen, man sieht... Oh Gott, guckt euch mal diese... Oh, guckt euch mal diese Kanonen an. Junge, wie krank sieht das bitte aus? Und alleine hier das Steuer. Wir haben ja das Schiff. Warte mal. Ich muss mal kurz einmal die Segel runterlassen, Leute. Einmal kurz. Oh mein Gott. Oh... Okay, das ist komplett heavy, Leute. Das ist ja komplett heavy. Also das gefällt mir gerade... Oh, wie das auch hier vorne aussieht. Mit den Gefangenen da drinnen. Ey, überleg mal, wenn wir jetzt andere Spieler jagen. Die haben Angst, dass die da vorne gefangen werden oder so. Jo. Okay, das ist heftig. Aber ich muss jetzt noch, bevor ich jetzt die Jungs aus der Taverne hole, muss ich jetzt schnell noch meine Sachen alle ändern. Und zwar hier, ich habe ja jetzt noch mehrere Pistole und so geändert. Mein Dolch geändert. Also wir sind jetzt... Ich sag dir, Army kann einpacken. Army wird Gehilfe jetzt werden, so wie der aussieht. Ah, Leute, hier kann ich jetzt auf dem Schiff das Arsenal öffnen und... Oh Gott, guckt euch das an. Warte mal, ich will die austauschen hier. Guckt euch... Oh mein. Okay, warte mal. Die muss ich noch nehmen hier. Oh mein... Bro. Okay, das ist crazy. Wir haben jetzt hier so neun. Warte mal, wir haben jetzt... Was ist das hier für eine Waffe, Leute? Ich glaube, das ist so eine Schrotflinte, oder? Warte mal, ist das die Waffe hier, Junge? Warum sieht die so heftig auf einmal aus? Donnerbüchse, ja. Das, nee, die hier. Die Pistole ist die beste, Leute. Die Pistole ist die beste.
und guckt mal, wie die aussieht. Junge. Ey, ich muss mich jetzt noch mal kurz angucken, Leute. Wir müssen uns jetzt kurz noch mal angucken. Ja, ja. Ich sag euch, wir haben alles auseinandergenommen. Wir haben alles auseinandergenommen. Wir sehen zu heftig aus. Alleine hier mit dem Schwert hier. Pam, pam. Guck mal hier, wie das aussieht. Junge. Okay, wir holen jetzt mal die Jungs ab und ich bin gespannt, was die dazu sagen. So, warte mal, ich mach hier noch so. Hallo. Warte mal, so, Leute, geht das so? Hallo, hallo. Leute, ich rede so. Leute, wenn ich jetzt reingehe gleich und die meinen Skin sehen, ich rede so. MBK und Amir kommt aus die Taverne. So, warte, Leute, wir gehen jetzt hin. MBK und Amir kommt aus die Taverne. Ich bin's, Stani, Mann. Captain, wer ist das? Stani? Ja. Ich bin... Was ist mit dir passiert? Bro, ich bin jetzt ein bisschen... Du hast endlich mal ein bisschen abgenommen. Stani! Macht euch nicht lustig über mich, Junge. So, ich sag wartet, euch... Wartet, wo willst du hin? Ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen anders drauf, MBK. Ich bin jetzt ein bisschen anders drauf. Ich werde jetzt der gefürchteste Pirat der Meere werden. Stani, du hast nur ein Kopfgeld von... Wie viel? Fünf? Fünf? Ja. Kommt mal mit, ich zeig euch jetzt erstmal unser neues Schiff. Ich will mal wissen, da vorne ist es. Ich will mal sehen, was die dazu sagt, Bro. Das ist gut geupgradet. So. Bro. Kommt mal hier hin, Jungs. Was sagt ihr dazu? Alter. Guck mal hier vorne. Endlich ein Schiff würdig für unseren Captain. Oh mein Gott, Stani, du bist ab heute der Schiffsbauer. Ja. Alter, Bro. Oh mein Gott, die Kanonen. Die Kanonen sehen richtig heftig aus, oder? Oh mein Gott. Sag mal ehrlich, was denkst du jetzt, wenn andere Leute das sehen, haben die Angst vor uns? Ja, 100%. Safe, oder? Guck mal hier, wie das Segel aussieht. Hier ist unser Schiffsname. Warte mal, ich lass mal hier das... Siehst du das? Hier vorne dran. Feuer frei! Warte mal. Ey, Ami, ruhig. Warte mal, ich will das Segel hier vorne auch noch sehen. Boah, das sieht so heftig aus. Guck mal hier mit unten den der Typen, der da drin hängt. Ich muss sagen, Stani, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Ich habe viel Geld für unser neues Schiff ausgegeben. Ich sag dir ganz ehrlich. Guter Schiffskollege. Wie heißt unser Schiff? Crab Rider? Wir sind die Crab Rider. Ist das ein zufälliger Name oder was? Das ist mein... Hast du was gegen meinen Namen? Boah, das hört sich absolut Müll an. Crab Rider, das hört sich nicht mal gefährlich an. Okay, Armin, dann zeig ich nur das Geheimnis. Ich zeig nur dir das Geheimnis der Piraten. Stani darf es nicht sehen. Ja, Stani, wir sind dann gleich wieder da, ja? Ja, okay, alles easy. Okay. Du willst nicht mitkommen? Nee, ich komme nicht mit, ich bleib hier auf dem Schiff. Alles gut. Piratenlegendengeheimnis. Ein Piratenlegendengeheimnis. Ja, okay, ich warte hier einfach, ne? Ich warte hier, guck mal hier. Jetzt komm mit, guck mal, jetzt brauchst du Taschentücher. Nee, Jungs, ich setz mich hier hin auf unserem Schiff. Alter, und werde warten, bis wir dann ablegen, ne? Dann lauft schon mal vor. Okay, bis gleich. Okay. Bis gleich. Leute, ich habe mich gerade gemutet. Ich werde jetzt einfach verfolgen. So, Armin, da er es nicht sehen wollte, zeige ich es nur dir. Ich werde gucken, was die Kader jetzt hat. Aber Leute, du darfst es doch nicht betreten und niemals dieses Lied spielen. Oh, komm her. Okay. Muss ich mitspielen? Ich muss spielen. Nur die Leute, die anerkannt worden sind als Piratenlegende. Guck auf den Boden links neben dir. Okay. Hä? Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das? Hörst du die Musik? Ich höre das. Was ist das für ein Zeichen? Was passiert? Öffne dich! Hey, Erdbeben! Erdbeben! Oh mein... Leute, was ist das? Captain. Leute, die nicht würdig sind, sterben da drin, Amir! Okay, Captain. Jawohl, mein Captain. Oh Gott. Okay, oh mein Gott. Wir gehen jetzt wieder zurück. Lass uns wieder zurück. Und irgendwann, wenn du Piraten... Das schließt sich dann. Wenn du Piratenlegende wirst, Armin, gehen wir da zusammen rein und trinken Krug. Leute, wir müssen wir müssen Piratenlegende werden, Leute. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir das wären. Das hört sich auch auf jeden Fall... Der ist da vorm Schiff. Der ist vorm Schiff? So, Leute, ich muss schnell muten. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich habe auf euch gewartet. Was los, Junge? Wo wart ihr? Oh mein Gott. Ich muss dir irgendwas zeigen. Nirgendwo. Bro, macht ruhig eure beiden Sachen. Ich würde sagen... Let's go, wir holen jetzt die Riesenkrake oder den Megalodon, Bro. Setzen wir die Segel. So, ich gehe auf Ausspähposition. Alle an Deck, wir müssen das Schiff ablegen. Wir werden auf hoher See gehen. Let's go, Jungs. Wieso hilfst du mir nicht, Stani, mit dem Anker? Bro, den Anker schaffst du doch selber. Ich bin hier schon auf, ich bin hier auf Dings hier. Ich gebe wieder Alarm, wenn ich was sehe, beziehungsweise auch andere Spieler sehe. Ich habe hier direkt mein Fernlass rausgeholt, Jungs, keine Sorge. Aber bis dato, weit und breit, sehe ich hier gar nichts. Das hintere Segel bitte nie ganz runter.
Wie? Das hintere. Alter, was ist das für ein Lenkrad? Junge, das Lenkrad sieht auch heftig aus. So, MBK? Nur das Feinste vom Feinsten. Siehst du mich vorne am Schiff? Ja, ich sehe dich, Amir. Hey, wo bist du? Neuer Platz. Ganz Amir vorne am vorne. Schiff. Okay, Amir ist da vorne. Ich bin hier oben, da hat jeder eine gute Position. Okay, Leute, wir sind heute das erste Mal mit dem neuen Schiff auf den Meeren unterwegs. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Und vielleicht sehen wir ein paar andere Piraten, die wir einfach gleich auch überfallen können, Leute. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, wir werden jetzt erstmal hier rausfahren und mal gucken, was passiert auf dem See hier. So, MBK, hast du hier schon irgendwas gesichtet auf hoher See? Jungs, ich habe unten eine Rolle schon hingepackt. Meint ihr, irgendwer überfällt uns, weil wir keine Schätze oder irgendwas haben? Ja, okay, Leute, stimmt. Unten, Stani. Oh. Nein, stopp. Was ist jetzt los? Oh, ich hab mich noch nie gemacht. Was ist das, Bro? Wow! Wer ist das hier? Nein. Hä, das ist doch Brixy. Stani, ist das deine Freundin? Brixy, Leute. Oh mein Gott, okay, wir müssen hier bestimmte... Oh Gott, Freunde, ich habe jetzt irgendeine andere Mission angenommen, aber ist egal. Wir brauchen natürlich erstmal Schätze auf dem Schiff, ist logisch, um die Kraken bzw. Megalode und andere Spieler anzulocken. Also ich glaube, wir kriegen auch eh Schätze von Brixy, oder? Nee, das ist... Nein, ich weiß es nicht. Achso, du hast das noch nicht gemacht. Ist egal, wir werden herausfinden, was es ist. So, Brixy. Also die will, dass wir irgendwie Schädel von von Sirenen... Oh mein Gott. Oh Gott, die gibt uns viel Glück. Das hört sich auf jeden Fall nicht so krass an. Ich dachte, die Mission... Okay, Jungs, alle an Deck einmal. Alle an Deck und bereit machen. Die Piraten gehen auf Truhe. Aber, Mission erhalten? Wir brauchen die gar nicht jetzt machen. Können die später wollen die nicht machen. Kommt runter, einer hier nochmal einen Dolch raufwerfen. Ja, ich werfe nochmal einen Dolch rauf hier, zack. So. Und dann werden wir festhalten. Dann werden wir uns jetzt erstmal ein paar Schätze besorgen und dann werden wir nämlich alle anlocken. So, MBK, einmal bitte Vollgas! Mit unserem neuen Schiff hier. Junge, guck mal, wie die Flagge oben aussieht. Alter! Okay, das sieht heftig aus. Das sieht wirklich, guck mal, wie leuchtet auch. Was sehen meine Augen da hinten? Was ist da? Stani, wenn du dich heute ganz hinten geradeaus! Feindliches Schiff, die haben Schätze drauf! Wow. Die haben Schätze drauf vor uns! Ey, ich hab die Idee, nur mal geradeaus! Die feinden sogar, warte mal. Das sind noch andere! Das sind zwei feindliche Schiffe! Kriegsmusik mach ich an! Bro, was ist das für Musik, Amir? Oh, Entschuldigung. Andere Musik anmachen! Macht schnell abbrechen oder wir teleportieren! Nein! Ist egal, wir holen uns jetzt auch mal Schätze. Wir holen uns jetzt erstmal Schätze. Leute, wir müssen uns jetzt erstmal doch die Schätze holen, okay? Ist egal, wir holen uns jetzt erstmal den Schatz. Oh Gott. Ey, oh, wie das Schiff unter Wasser auch aussieht, ne? Junge. Okay, ab geht's. Ey, wie das anhört unter Wasser. Ja, das ist ja voll nice. Okay, Jungs, wir holen uns den Schatz. Let's go! Bro. Oh mein Gott, Jungs! Asche grau, bitte! MBK, kann das sein, dass da wirklich kranke Schätze drauf sind, so wie das aussieht? Bro, oh Gott. Es sind die krassesten Schätze mit. Ey, wir haben unsere Berühmtheit auch erhöht, wenn wir... Das sind wirklich jetzt die krassesten Schätze, oder was? Was ist das für... Das ist ein Tornado-Captain! Ist auch ein großer Boss, oder was? Ein Riesenboss, ganz viele Skeletten, wir müssen auf... Ey, geht nicht down. Okay, Jungs, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn wir diese Sache jetzt hier schaffen sollten, könnten wir unseren Piraten... Haben wir schon mal den Anker vorbereiten? So wie letztens den Anker vorbereiten. Ich gehe an die Kanone, Bro. Anker. Fahr die Kanone, die greift uns an. Vorbereiten. Anker zu früh. Stani, hilf mir! Was brauchst du? Ich helf dir. Ran. Schnell, Anker lichtet. Aber noch schießen die nicht auf uns. Ja doch, die haben schon geschossen auf uns. Oh, danke! Attacke! Pass auf, Bro! Unterschätzt es nicht. Nein, ich unterschätze das nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, okay, das ist direkt ein Boss, Bro. Das ist direkt ein Boss gekommen. Okay, rauf, Jungs. Okay. Mach die Kisten leer. Holt! Horatio! Wow, der schmeißt irgendwas, Bro! Alter! Oh Gott, okay. Der ist auf jeden Fall, okay, mit denen ist echt nicht gut Kirsche essen, Jungs. Oh Gott, ist das hier? Haut den weg, haut den weg! Wir kämpfen! Oh mein Gott! Okay, Jungs, ich hab doch den Punktdonut geschmissen, Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Ja, ihr dürft nicht zu nah ran, der ist sehr, sehr stark. MBK, wo bist du? Ich bin da mit der Shotgun! Okay, sehr gut. Okay, ich hab Skelette. Ich hab keine Munition mehr. Wo ist die Munition? Wir müssen Munition suchen. Ich seh nichts mehr. Er hat alles in dicht Nebel gehüllt. Alles im dicht Nebel. Er ist hier bei mir. Oh Gott. Rein da. Hit. Er jumpt zu MBK, zu Amir.
Oh Gott, okay, ist. Ey, der Schwein! Alter, Feueratem! Ja, ja, Feueratem, ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Ich bin mich am Löschen, Jungs. Ja, lösch dich. Jungs, füllt die Munition nach, suche Munitionskisten. Ja, wir müssen diese kleinen Dinger weghauen. Wo sind die Munitionskisten? Ich weiß es nicht, Dani! Hier ist eine Schlange. Oh. Aua! Was ist das? Oh mein Gott. Ich muss essen. Ich muss essen, Jungs. Ich muss essen. Ich habe hier eine Feuerwerkskiste. Nein, Stani. Ja? Kämpf. Ja, ja, ich such gerade Munition. Auf dem Schiff sonst. Ja, 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 okay. Wo ist das Schiff? Hä? Wo ist das Schiff? Oh Gott, wir müssen hier unbedingt raus. Wir müssen hier rauskommen. So, weg mit dem. Ja, er wird wahrscheinlich das Schiff in nicht Nebel gehüllt haben. Hab ihn gehittet, Jungs. Oh, ich häng hier in ihm. Rani, rauf. Oh Gott. Ich muss ganz kurz unser Schiff checken. Ob da irgendein Loch oder so ist. Ich hänge fest irgendwie. Jungs, ich hänge fest. Das war's mit Stani. Ihr müsst den. Oh Gott. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Ihr müsst dich wieder beleben. Ich muss das Schiff reparieren oder es geht unter. Ich sterbe selber. Nein. Wieso stirbst du, Armin? Oh. Ich hab festgehangen. Ich hab mich abgefackelt. Okay, ich komm. Ich bin down. Du musst mich jetzt holen, unbedingt. Schnell. Ich lauf, wo bist du? Nee, Stani, weg. Armin, auch weg. Super, okay, Freunde. Wir müssen gucken. Starke Piraten. 5 Golddublonen. Oh, ich hab festgesteckt. Ich kann doch nichts dafür. Achso. Okay, dann. Ich hab festgesteckt im Baum, Bro. Ich konnte nichts machen. Okay, wir müssen gucken, dass wir wieder dazukommen. Oder? Das Ding ist, MDK, du dürfst jetzt nicht down gehen. Wenn du jetzt down gehst, ist es vorbei alles. Dann resettet der Boss sich. Ja, ich weiß. Deswegen, bitte nicht down gehen, bitte. Ich hab eine Munitionskiste auf der Insel gefunden. Alter! Ja, ich hab selber hier. Ich hole selber Munitionskiste hier. Bro, ihr müsst alle herkommen, schnell, bitte. Ja, wir kommen. Schnell. Halt durch. Wir sind gleich wieder da. Oh Gott. Das ist ein Anhänger von Flameheart. Kennt ihr Flameheart? Bro, der sieht aus wie mein Bruder so ein bisschen. Bleib weg, oh. Ist er down? Was macht der? Oh, Bro, ich glaube, der verwandelt sich. Schießt auf ihn. Schieß auf ihn. Ihr müsst doch rauf auf ihn. Ja, tu ich, du Schmalspur aller Schmalspuren. Wo ist die Munitionskiste, MDK? Wo bist du? Hinter ihm. Bro, du bist bei mir im Wasser oder so. MDK ist abgehauen. Bro. Ey, der Bossfight war so krass. Mein Spiel ist abgeschmiert. Wie? Nein. Mein Spiel ist abgeschmiert. Okay, Armin, wir müssen das zu zweit machen, Bro. Ja, einfach auf Dings bleiben. Ich hab jetzt ein paar Skelette vor mir. Ich muss die erst weghauen, Bro. Oh Gott, er hat uns wieder in dichten Nebel gehüllt. Er hat uns. Ich seh ihn. Hab ihm Headshot gegeben. Ich auch. Denk dran, hier, hol dir neue Munition. Oh Gott, wo ist die Munition, Leute? Ich weiß, Bro. Hier, bei mir. Hey, nice. Er macht super Skill. Alles gut, hat nicht wehgetan. Das hat wirklich nicht wehgetan. Okay, der Typ ist auf jeden Fall, Leute, mit denen ist... Kein Kirschenessen. Ja, kriegst du nochmal einen Schuss ab, Bro. Hinter dir Skelett. Okay, so, du bist runtergejumpt, alles gut. Was für Flameheart, wir sind die Feuerwehrpiraten, wenn du willst. Bro. Oh Gott, er schmeißt irgendwas. Ja, du musst aufpassen, wenn er diese Feuerbälle wirft. Sehr gut. Okay, er hat gut Damage kassiert. Oh Gott, Bro, er hat nochmal die Superattacke gemacht. Okay, schnell essen. Easy, ich hau die alle weg, Digga. Geh nur auf Boss. Oh, er macht Feuerball. Okay, der macht Feuerball. Du reißt auf, jetzt auf! Okay, guter Damage. Er rastet aus, geh zurück. Bam! Ich glaube, er hält nicht mehr lange durch. Der ist schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er mich hoch. Über uns! Meteoriten! Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Der rastet aus. Yo, Armin, du musst hier ausweichen! Können wir ihn angreifen? Lass los! Nee, ausweichen! Wir brennen! Oh mein Gott, ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Bist du tot, Armin? Ich bin da, Jo! Schnell, hol mich! Oh mein Gott! Kannst du mich holen? Oh Gott, der ist echt hart.
Hol ihn, Bro, hol ihn, du musst mich holen, du musst mich holen. Ich komm alleine wieder. Okay, ey, du kamst genau im richtigen Moment, ne? Dani. Okay, nice. Du bist da. Abfahrt. Ich muss einmal raus hier. Der Typ ist komplett ausgerastet, aber er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Bam! Okay. Die Musik dreht durch. Alter, okay, ey, ihr wisst, was das heißt, ne? Ja, Finale, Finale. Shani, oh mein Gott. Er hat mich weggekickt. Hat nochmal Hit, guten Hit. Ich, oh bin, Gott, da, ich sind, bin da, ich bin da. Ich bin mit der Shotgun auf ihm. Oh Gott, hier sind Haie. Hier sind Haie. Ich muss rein, ich muss rein, ich muss rein. Junge, wenn wir den haben, Freunde, ihr wisst nicht, was wir da für einen Schatz kriegen werden. Ihr wisst nicht, was wir für einen Schatz kriegen werden. Versenkt den Boden, sagt er. Was heißt das? Alter! Ja, ja, oh Gott, schon weggeschubst. Ich wurde ins Wasser geschubst. Ja, ich komme hier nicht rein. Er campt hier vorm Dings. Okay, er dreht durch. Er dreht nochmal durch. Er dreht komplett durch. Oh mein Gott, ich sterbe wieder. Oh nein, nein. Sein Körper wird zu Feuer. Schieß. Hier. Aua, ich schmeiß mit Bomben. Pass auf, er wirft Feuerbälle. So, das war's jetzt mit dir, mein Freund. Bam! Okay, er hat mich weggehauen. Dicker Shot nochmal. Dicker Shot nochmal. Nochmal, um uns herum, Leute mit Shotguns. Ja, ist egal. Nein, das sind die Leute, die euch immer töten. Nein, die töten mich nicht. Der tötet mich die ganze Zeit. Oder hat mich getötet. Mit seinen Superfähigkeiten. Er hat uns gerade diese Superfähigkeit gemacht. Oh Gott, er macht wieder Superattacke. Ja. Es könnte sein, ja. Ja, gar kein Stress. Jungs, ihr müsst auf das Ding schießen, Damage, auf diese Kristalle in seiner Brust. Sicher? MBK, du bist angegriffen hinter dir! Ich gebe ihm einen Headshot die ganze Zeit. Captain, ich beschütze sie! Okay, Jungs, wir haben ihn gleich. Ey, der wird einen richtig wertvollen Schatz drin haben. Oh mein Gott. Okay, Bro. Der ist wirklich hardcore. Ja, aua! Jetzt! Wir haben ihn! Bro. Oh mein Gott. Ey! Wer klaut den Schädel? Ja, ich bin der Vize. Hier kannst du haben. Oh mein Gott, Bro. Alter! Du kannst Feuer schießen damit. Okay, das ist krass, Leute. Was ist das für ein krasser Schädel? Bro, was ist das für ein krasser Schädel, bitte? Ich weiß auch nicht. Oh, wo ist der Captain? Der Captain ist weg, Bro, weil er Angst hatte. Der Captain hatte wahrscheinlich Angst und ist abgehauen, weil der Boss zu stark für ihn war. Okay, das ist jetzt, also Leute, das nenne ich jetzt auf jeden Fall mal einen sehr, sehr krassen Schatz. Ey, ich würde diesen Schädel eigentlich gar nicht verkaufen. Junge, der ist ja übelst heftig. Ja, wir müssen erstmal MBK fragen, ob wir den verkaufen sollen, weil der hat ja wirklich so eine Spezialfunktion. Das hat ja auch ein super Spezialreichschwert dann. Wir werden immer reich und müssen nie wieder Geld ausgeben. Wir haben nie wieder Geldprobleme. Ey, oh mein Gott, guck mal, wie der aussieht, Junge. Alter, auch wie der leuchtet und so. Ich glaube, so einen wertvollen Schatz hatten wir noch nie gehabt. Okay, lass die Insel leer räumen, lass alles auf dem Schiff laden und dann werden wir warten, bis unser Captain wieder da ist. Achso, das Ganze hier mit Dings raufhauen. Aber ja, eine Kiste, so eine Superkiste war nicht dabei, oder? Doch, warte mal, hier. Nee, Feuerwerkskiste? Hier sind überall noch Schätze, Leute. Hier sind überall noch Schätze. Hier Munitionsbeutel. Hier noch Relikt des Goldsammlers. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und damit locken wir nicht nur andere Spieler an, sondern auch die Superkrake und die Haie. Geil. Nee, hier hinlegen, wo die anderen Schätze sind. Stein, das direkt mit dem Seil. Ja, vorne hab ich doch. Nee, du hast es am Eingang gemacht, wo ich es nicht holen kann. Ach so. Ich glaube, das war's, ne? MBK, bist du wieder da? Du siehst hier, wo so Crew beigetreten bist. Ich glaube, aber hier ist... Leute, wir können noch mal kurz die Insel einmal komplett erkunden. Aber ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste, haben wir hier definitiv geklaut. Ja, hier oben ist auch nichts mehr. Also ich glaube, Armin, wir haben alles, ne? Ja. Ich denke mal, das Wertvollste wird wahrscheinlich der Schädel von dem Typen sein. Und ich halt die Schätze, die er hatte. Weil, oh Gott, kommen wir hier runter, Leute? Ich spring mal hier ins Wasser. Warte mal, hier ist auch noch ein Schatz. Junge, haben wir gar nicht gesehen. Du musst mal hier noch absuchen. Hier sind noch einige Sachen, Armin. So. Ich glaube, das war hier die letzte Truhe. Nee, das war die letzte Truhe. Hier, die einmal auch bitte aufladen. Warte, hol dich. Mach einmal die Truhe und dann holst du mich. Ja, stell dich hin. So, mich holen. Dankeschön. Sehr gut. Oh, guck mal, ey, dieser Schädel, ich weiß nicht, der ist ja wirklich heftig. Junge! Ey, oh Gott. Ey, überleg mal, ey, wenn wir jetzt andere Spieler angreifen und wir machen das. Junge, die werden direkt abhauen. Die werden das Weite... Geh mal vorne hin und mach das. Auf Schiff vorne. Geh mal vorne hin. Oh mein Gott. Okay. Die werden parallel. Hey, da ist noch ein Skelett übrig. Sollen wir den abfackeln mal? Geht das?
Okay, das wäre krass, aber komm mal. Hier ist das Skelett, hier ist das Skelett, komm mal her. Mein Schauch, mein Schauch. Hier, hier. Hä? Ey. Der war instant down. Geh mal her, zu her, weil guck mal, da oben ist auch noch ein Skelett. Ey, ich sag dir ehrlich, eigentlich müssen wir das behalten. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden das an andere Spieler macht. Kann ich bei dir das mal probieren? Ich glaube, bei dir geht das wahrscheinlich nicht. Nee, wir sind Kollegen. Okay, guck mal hier, Leute. Ja, easy, weg ist er. Ich glaube, es macht jetzt nicht ultra viel Schaden, aber es macht auf jeden Fall schon Angst so mäßig. Okay, komm aufs Schiff rauf. Wir warten, bis unser Captain wieder da ist, und dann werden wir die Segel hier ablegen. Ey, Armin, hast du MK gesehen oder was? Bro, wo ist der? Bro, warte. Ist das dein Ernst oder was? Also, Stani, wo ist der Schädel? Warte. Wo ist der Schädel? Wo ist der Schädel? Hier, ich hab den her. Gib her. Aufstehen! Und dabei! Das Schiff brennt! Das Schiff brennt! Oh Gott. Lösch das Schiff! MBK, warum hast du gepennt, Junge? Warum, was passiert? Wir haben gegen den Boss gefightet! Ich hab Boss! Bro, guck mal, was wir bekommen haben! Bro! Ich brenn wieder. Ist das krass hier? Guck mal hier! Welcher Boss? Aua, ich brenn auch! Bin ich schon wieder schlafgewandelt? MBK, du hast gepennt und wir haben hier einen Boss besiegt. Oh Gott, ich brenne. Ey, das macht schon gut Schaden, ich sag ehrlich, ne? Und warum brennt jetzt das Schiff ab? Ja, ich wollte dir das nur zeigen, was wir bekommen haben. Ja, den kenne ich. Ab damit, verkaufen. Meinst du, würde ich verkaufen oder nicht behalten? Na klar, aber da bringt gar nichts. Ja doch, der macht schon Schaden, oder nicht? Geht. Nee, eigentlich nicht. Okay, pass mal auf. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal auf offener See raus, gucken, dass wir jetzt vielleicht die Kraken bekommen. Beziehungsweise noch ein anderes Schiff. Ist das Schiff? Ein anderes Schiff sehen. Okay? Einmal. Okay. Die Segel lichten. Ankerlichten. Ankerlichten. Nee, das ist Anker festmachen, oder? Nein, das ist Ankerlichten. Ah, okay. Ankerlicht, Leute. So, sehr gut. Braucht ihr noch irgendwas? Backboard, Steuerboard? Wir fahren schon. Sehr gut. Ich lasse schon mal alle Kanonen. So, packt mal den Schädel am besten unten rein. Habt ihr ihn unten reingepackt? Was hast du gerade gesagt? Den Schädel unten reinpacken. Den Feuerschädel. Wo ist denn der? Der liegt hier doch schon. Ja, pack den unten hin, nicht, dass wir beklaut werden. Captain, ich habe alle Kanonen wieder gefüllt. Sehr schön. Okay, sehr gut. Was ist das da hinten? Was ist da? Irgendwas Blaues ist da vorne, Bro. Ja, wenn du willst, da müssen wir halt runtertauchen. Nee. Wir müssen jetzt erstmal die neue Gegner finden. So, wo ist jetzt der nächste Außenpost? Wir wollen irgendwas. Ja, wir müssen das. Oder wir fahren jetzt erstmal zum Schädel. Irgendwas schießt auf uns. Wie? Ja, das ist die Insel hinter uns. Das ist die Feuerinsel, die noch sauer auf uns ist. Ja, wir haben euch schon platt gemacht, Jungs. Fahr erstmal irgendwie zu einer Insel, wo wir vielleicht die Schädel loswerden. Und die anderen Schätze lassen wir offen. Ja, dann brauche ich ja mal eine Himmelsrichtung, Außenpost, ich brauche einen Navigator. Armin, du bist doch hier der Lotse. Ich muss hier ausschalten, ob wir vielleicht irgendwelche anderen Piraten sehen. Immer das Gleiche. Also wir gehen gerade mitten auf eine Insel zu. Ja, aber auf eine Verkaufsinsel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Außenposten heißen die. Ich gucke mal. Ich gehe auf Spielposition. Okay, Leute, wir sind jetzt am Außenposten. Wir lassen hier die Schätze drauf. Aber wir werden natürlich hier diesen Schädel quasi, diesen aschegrauen Schädel, den Flammenwerfer, wenn wir jetzt verkaufen, obwohl ich das keine gute Idee finde. Weil ich glaube, der ist eigentlich gut. Bei wem müssen wir die verkaufen? Bei dieser komischen irren Frau, ne? Jetzt, nee, aber jetzt können wir den hier verkaufen. Warum? Weil wir jetzt als Crew richtig unterwegs sind. Wie? Vorher waren wir nur als Alibi-Crew unterwegs. Jetzt sind wir als Richtige unterwegs. Ah, okay. Also sehen die anderen Leute auch, dass wir eine Crew sind. Aber guck mal, wir haben so krasse Schätze und kein anderer Spieler traut sich zu uns. Ja, das Ding ist, es sind halt nicht die krassen Schätze. Ja, okay. So, und hier kann ich den? Jetzt solltest du den hier verkaufen. Ja. 10.000, yo, ey. Jeder 10.000 ist gut, Junge. Da haben wir noch ein paar Schätze dran. Leute, wir werden jetzt noch auf die Jagd nach anderen Piraten gehen. Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr unser Schiff findet. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.